Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. So entspannt ist die Runde für mich leider heute gar nicht. So, jetzt steht nämlich das bevor, was ich eigentlich immer am meisten hasse. Darüber schwimmen. Und ihr seht jetzt vielleicht, ich habe drei Knochenrüstungen angezogen, die wir im Inventar hatten, damit ich gleich nicht ganz schutzlos dem Hai ausgeliefert bin. Ich will auch gar nicht nach unten gucken. Guck einfach nur nach oben, mein Freund, und schwimm. Schwimm, was das Zeug hält, schwimm um dein Leben. Aber wenn die an der Balance der Haie nichts geändert haben, müsste meiner Meinung nach das ganz gut funktionieren. Auch nicht die hohen Wellen. Ey, komm, ich will doch keine Wellen. Ich will einfach nur zur Insel. Aua! Ich hab's gewusst. Der Hai ist da. Der hat uns schon einmal gebissen. Aua, aua, aua. komm schon, gib Gas, gib Gas. Ah, ich will rein, ich will rein, ich will rein. Geh weg, lass mich rein. So. Okay, einmal gebissen hat er uns, aber es hat uns keine Rüstung gekostet. Also wahrscheinlich haben wir jetzt eine angeknackste Knochenrüstung. Aber wir sind gut rübergekommen. Der scheiß Hai. Okay, also hier haben wir einen GPS-Peilsender. Jetzt haben wir finde Team 2 von 3, weil wir hatten ja schon den mit der Taschenlampe gefunden. Das ist der zweite Kollege. Und einen müssen wir noch finden. Das dritte Ausrufezeichen auf der Map. Und hier haben wir unsere Pistole. Sehr geil. Dann haben wir die auch schon mal. Ich würde auch sagen, hier gibt es gar nicht weiter groß was zu holen. Wir gehen gleich wieder zurück. Wenn der Hai uns denn lässt. Vielleicht ballern wir eben auch mal kurz eine rein zur Ablenkung. Dann zappelt er kurz rum und wir haben Zeit abzuhauen. Mal gucken. Das Lustige ist, es ist nicht nur ein Hai. Wir haben die Tieranzahl auch hoch. Das heißt, hier sind mehrere Haie unterwegs. Aber einfach Augen zu und durch, sage ich nur. Gib Gas, mein Bester. Du hast die Ausdauer. Schwimm, was das Zeug hält. Oh, das sind nur Pflanzen. Ich dachte schon. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, ab hier brauchen wir keine Angst mehr haben. Der Grund ist schon unter uns. Sehr schön. Super, wir haben die Pistole und wir haben keine Knochenrüstung eingebüßt. Finde ich geil. Hat gut geklappt. So, als erstes werden wir unsere Pistole mal schnell belegen. Auch wenn wir sie ja eh der Virginia wahrscheinlich geben werden. Aber solange wir sie noch haben und nachher haben wir auch eine zweite wieder, dann haben wir sie schon mal belegt. So, dann ist das hier alles soweit erledigt. Abgefrühstückt. Haben wir noch irgendwas zu futtern, was wir braten müssen? Haben wir nicht mehr. Ganz im Gegenteil, wir müssen da auch mal was essen hier. Damit das überhaupt. Wir könnten hier auch eine Schildkrötenschale noch hinbasteln. 8 Sticks reichen leider nicht. Okay, dann düsen wir. Dann gehen wir jetzt Richtung 3D-Bunker. Das ist hier der, eigentlich das Feuerzeug. Hör doch mal auf. Das ist der Unterhaltungsbunker, den wir uns aktiviert haben durch einen Laptop. Andere Anhaltspunkte haben wir momentan nicht. Das Ausrufezeichen ja, aber da, müssen wir mal gucken. Da brauchen wir die Schaufel. Da ist Kelvin. Kelvin, mein Bester. Wir gehen jetzt gerade wieder Richtung Unterhaltungsbunker. Da gibt's richtig Party. Kommst du mit? Sehr schön. Okay. Wir lassen mal das GPS offen, um auch ein bisschen mitzukriegen, ob irgendwas erscheint auf dem GPS an zusätzlichen Symbolen. Ein kleines gelbes Hütchen ist jetzt zu sehen. Das ist unser Zelt am Meer. Das lassen wir auch einfach da stehen. Da kommen wir nochmal zurück, wenn wir die zweite Pistole brauchen. So, wir schlagen uns jetzt hier mal ins Gestrüpp, würde ich sagen. Gar nicht so den eigentlichen Weg. Der eigentliche Weg ist ja mal vorne am Fluss lang. Aber wir gehen mal einfach durchs Gestrüpp, weil ich will auch sehen, ob auf dem GPS irgendwo ein bisschen was erscheint. Und wir müssen ein bisschen die Augen offen halten nach kleinen Höhlen. Ja, also soll ja wohl immer mal so kleine Höhlen geben hier. Neue Mini-Höhlen. Mal gucken, wie viel wir davon finden. Weil ich weiß nicht, die sind ja nicht markiert auf der Map. Ne? Die sollen wohl irgendwo sein. Ich weiß gar nicht, ob die markiert sind, aber es sieht auf dem GPS nicht so aus, ehrlich gesagt. Da sind nur die normalen Standardhöhlen, wo wir dann auch hin müssen danach, nämlich die Seilpistole und die Schippe. Hi, Flick. Ey, Flick, mein Bester. Ach, lass dich nicht stören. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht stören. Ich habe gedacht, ich kann ihm jetzt mal Hallo sagen, aber der war so beschäftigt gerade. Da ist ein oranger Punkt erschienen. Schaut mal. Auf dem GPS. Jetzt genau oben. Okay, alles klar. Das ist ja geil. Also muss man gar nicht so nah dran sein an den GPS-Punkten, wenn die erscheinen. Das ist mir ganz lieb so.
liegt auf dem Weg am Bunker vorbei. Deswegen würde ich sagen, erstmal der Bunker. Geil. Da müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ein oranges Symbol. Ich weiß gar nicht, was das, wie das aussieht, was da drauf ist auf dem Symbol. Kann man gar nicht erkennen. Ist zu klein. Noch. Wahrscheinlich kriegen wir es ein bisschen größer hin, wenn wir näher kommen. Mal gucken, was da drauf steht, ne? Hier Schneebären nehmen wir gerne mit für unsere vergifteten Pfeile später mal noch. Und was wir auch brauchen, ist Stöcke. So. Haben wir hier kein Problem? Gibt's genug. So, Stöcke haben wir wieder voll. Hier sind so Felswände. Kann durchaus sein, dass so eine Höhle auch bei so Felsen ist oder so, ne? Und hier. Nichts. Da oben ist eine Klippe. Da könnte man auch mal gucken gehen. Liegt eh auf dem Weg. Nö, auch nichts. Schade. Na gut, ich meine, ist ja illusorisch, wenn man jetzt denkt, man rennt ständig irgendeiner Höhle über den Weg. Also hier ist auch keine. Aber eine Aloe Vera haben wir schon gerade gefunden. Das fand ich sehr schön, weil Aloe Vera hilft uns nachher beim Heilmix machen. Oh. Schneebären. So, hier auf dem Weg ist alles ruhig soweit. Das ist auch eine Aloe Vera. Sehr schön. Ah, hier ist noch mehr. Nehmen wir alles mit. Aloe Vera und Aloe Vera Samen. Da können wir noch schön Aloe Vera anpflanzen zu Hause. Das gefällt mir. So, und da sind wir auch schon angekommen. Tatsache. Ne? Unser Bunker. Unterhaltungsbunker. Steht schon altes, verrottetes Golf-Car, aber Batterien haben wir schon voll. Können wir gar keine mitnehmen. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hinein in die gute Stube. So, die Bunker sollen ja auch generell optisch ein bisschen überarbeitet worden sein. Lassen wir uns mal überraschen, ob das der Fall ist. Also erstmal sieht alles so aus wie immer, würde ich sagen. Kein großer Unterschied. Ja doch, die Schilder sind neu, glaube ich. Under Construction. Das sieht aus wie immer, ne? So, Batterien haben wir leider voll, aber müssen wir uns jetzt was einfallen lassen? Ich glaube ja, weil wir werden dann mal... wir haben hier hinten Pfeile. Und dann bauen wir uns doch einfach mal Bombenpfeile aus den Kohlefaserpfeilen, oder? So. Ja, weil die anderen benutzen wir... öfter, deswegen. Wir brauchen Draht, wir brauchen Batterien, 6 Stück, 3 Leiterplatten und die Bomben. So. Dann haben wir nämlich auch mal das Ganze. Achso, wir haben ja nur eine Portion. Ich war schon wieder 4 Pfeile viermal mixen, aber 4 Pfeile sind ja ein Misch. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall aber uns Batterien sammeln können. Das ist schon mal ganz prima. Schön wäre noch mehr Kohlefaserpfeile. Oh, Energy Drink. Lecker, 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 lecker. Komm, hau die rein. Die kommen ja wie gerufen jetzt. So, den kannst du dir auch geben. Da haben wir wieder voll. Ja, futtertechnisch geht es uns gar nicht so schlecht, ne? Muss ich sagen. So, wir haben jetzt 600 Milliliter. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Erstmal auf jeden Fall die Trinkflasche. Ganz, 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 ganz wichtig. Ohne Leiterplatte haben wir hier noch. Die Trinkflasche will ich auf jeden Fall haben. Dann haben wir hier ein Büchlein. Da gucken wir gleich mal drauf. Wir hatten ja schon als kleine Information zum Beispiel, dass ein Zhang Jing
da irgendwie jemand gefragt hatte, wer Jack Holt ist. Oder Jack Holt hieß es, glaube ich, hieß der, ja. Und wir haben eine Information. Eigentlich haben wir gar keine Information groß, ne? Bis jetzt gefunden. So, Pfeiler einmal bitte. Tim LeBlanc. Timmy. Timmy sein Buch. Genug haben wir drin an Druckerharz. Das reicht uns auf jeden Fall. Da kriegen wir unsere ganzen Pfeile zusammen. Wir können mal inzwischen der Druck mal schnell hier hinten plündern gehen. Hier kommen wir noch nicht weiter, wenn es immer noch so ist. Da waren gerade blaue Dreiecke mit Isoband an die Wand geklebt. Ist auch neu. Kleines Deko-Element wieder. Hier haben wir auf jeden Fall das Stück Draht noch nach wie vor und die Uhr. Und hier vorne müsste noch ein bisschen Bargeld liegen. Sehr schön. Da ist zu. Da haben wir noch keine Karte für. Kriegen wir noch. Erstmal wieder zurück und Pfeile, 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 Pfeile. So, zweimal müssen wir noch. Crunchy Bunchies. Lecker. Wir haben ja noch einen gebratenen Fisch. Vielleicht sollten wir den mal essen, bevor der uns schlecht wird. Ich habe die Vermutung, es dauert nicht mehr lang. Ach, der ist schon verdorben. Okay, dann weg mit dir. So, verdorbene Auster wollen wir auch nicht. Auch weg. Rohe Auster. Na komm, hau dir rein, solange sie noch roh ist. So, haben wir unsere Peile zusammen. Wie viel haben wir denn noch drin? 300 Milliliter. Die Maske würde ich ganz gerne auch noch machen, auch wenn man die ganz selten benutzt, aber da haben wir sie. Vielleicht macht sie ja jetzt mehr Sinn mittlerweile. Man weiß es nicht. Ja, und von hier aus würde ich sagen, der nächste Weg dann Richtung Base, oder? Erstmal wieder ankommen, dann mal ein bisschen auch was weglegen und ein paar Lager bauen, die Base eh noch bauen. Wir haben das ja abrupt abgebrochen, sag ich mal. Leider. Was haben wir denn noch? 150 Milliliter. Wir könnten uns so ein paar Enterhaken noch drucken. Erstmal. Ja, haben wir abrupt abgebrochen, weil ja doch eine ganze Menge los war und wir noch nicht ausgerüstet waren. Also wir hatten ja noch, ich glaube, wir hatten noch nicht mal Pfeil und Bogen. Da war einfach zu viel. Ja, aber jetzt haben wir Pfeil, Bogen, jetzt haben wir eine schöne geile Axt. Jetzt können wir uns auch ein bisschen mehr wehren und dann müssen wir halt eben alles ein bisschen mehr mit Pfeilen absichern, weil wo uns Base ist, ist ganz schön was los, ehrlich gesagt. Wir gucken mal auf die Uhr. Die sagt 18:30 Uhr. Ich glaube, wir verbringen mal die Nacht hier drin heute. Ne? Einmal schlafen, bitte. So. Natürlich haben wir wieder Hunger, natürlich haben wir Durst. War nicht anders zu erwarten. Dann gibt es halt eben jetzt mal so ein Happy Meal und einen Energy Drink. Davon haben wir eine ganze Menge. So, und hinaus. Dann schauen wir mal, dass wir zur Base kommen, ne? So, die Sonne ist schon aufgegangen hier draußen, sagt sie. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wir müssen ja eh noch zu dem orangen Punkt, ne? Denn das ist eh genau die richtige Richtung, wo wir lang müssen. The Base ist dann links am Fluss. Der Fluss, der links hochführt. Aber erstmal gehen wir uns den orangenen Punkt angucken. Ich möchte wissen, was das ist. Ein neues GPS-Signal. Und da ist noch was Blaues erschienen. Dann gehen wir erstmal kurz dahin und gucken mal da. Ja, jetzt kommen die ganzen Symbole. Wenn man so durch die Gegend läuft, erscheint das alles. Finde ich geil, eigentlich. Es ermutigt einen so auch mal ein bisschen durch die Gegend zu wandern. Dass man die GPS-Punkte nicht gleich sofort sieht, sondern erst so ein bisschen später. Oder wenn man in die Nähe kommt, besser gesagt. Da. Gucken wir mal, was das ist. Ein blauer Punkt. Blaues X in einem Kreis.
Da steht ein Golfauto. Golfauto, meine lieben Freunde. Hier steht ein Golfauto rum. Das ist also Golfauto, die Bezeichnung. Okay, alles klar. Da wissen wir Bescheid. Aber das lassen wir jetzt auch erstmal noch stehen. Da fahren wir jetzt nicht mit. Wir gehen mal weiter. War am See lang und dann zu dem orangenen Zeichen da. Ja, Flick und Flack, die werfen schon wieder mit Steine. Habe ich gerade mitgekriegt. Da unten ist das Wasser. Ach so, das ist so eine Art Fluss hier. Okay. Glaube, da bin ich auch schon mal reingefallen in die Flussspalte. So, was haben wir denn hier? Das kenne ich doch, das Feld. Hier habe ich doch meine Burg in meinem privaten Spielstand. Das kenne ich doch hier. Hier habe ich meine Burg gebaut, meine lieben Freunde. Falls es so einer noch nicht gesehen hat in meinen Videos, gerne mal reingucken. Da habe ich mal meinen privaten Spielstand vorgestellt, eine Burg. Die habe ich hier gebaut. Da habe ich die Gräber. Ja, das ist hier. Hier ist das orange Zeichen. Oh, das sieht aus wie eine Höhle, meine lieben Freunde. Tatsache, das ist eine neue Höhle. Sehr geil. Wir haben die erste Höhle gefunden. Dann sind die ja also doch markiert auf dem GPS. Allerdings erst, wenn man in die Nähe kommt. Okay. Alles, ja, hier ist ein GPS-Sender. Ach, jetzt ist er nicht mehr markiert. Vielleicht müssen wir uns die selber nochmal markieren, wenn wir hier nochmal her müssen, vielleicht. Not even counting with my team. Ja. Da, fragt dieser Jiangju Seng, schreibt an Gordon. Dass Paften irgendwie hier versucht rauszufinden, was das dieser Platz hier mit auf sich hat und so. Und dass irgendwelche Leute da vermisst sind und die Arbeiter sterben. Sind tot, ja, das sehen wir gerade hier live. Ne? Aber gut, dann gehen wir mal hinein. Ne? Open the door, please. Oh, jetzt haben wir wieder diesen Übergang mit dem Licht. Das finde ich so ein bisschen doof gemacht, ehrlich gesagt. So, nehmen wir die Taschenlampe oder wollen wir mit dem Feuerzeug? Wir nehmen mal die Taschenlampe, gönnen wir uns. Komm, gönn dir. So. Da liegt was. Portemonnaie. Da vorne ist ein Kistchen am Boden. Stoff, Seile, Geld. Noch mehr Seile. Noch ein Kistchen. Ein Knochen, super. Danke, Freunde. Danke. So, hier geht's. Von hier sind wir runtergekommen. Das ist alles hier? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hinten geht's doch noch weiter. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Gibt's hier unten Gegner? Weiß das nicht. Geh mal in den Krauchmodus. Hört sich auf jeden Fall nach Gegner an. Ach, was haben wir denn hier? Oh, ein neuer Bauplan. Meine lieben Freunde, das ist ein neuer Bauplan. Und zwar sieht das aus wie die Gleiterabsprungrampe. Gibt ja eine Absprungrampe für den Gleiter jetzt, den man übrigens. Was ist das für ein Schreien? Ich hoffe, ihr habt das auch gehört, meine Lieben. Es gibt ja die Absprungrampe für den Gleiter, den man übrigens jetzt ins Inventar packen kann. Der ist jetzt ein faltbarer Gleitschirm geworden. Finde ich aber geil, dass man den jetzt mitnehmen kann. Das wollten wir doch alle. Und diese Absprungrampe scheint ganz gut zu sein. Da habe ich schon gesehen, wie hoch man wirklich fliegt. So. Da haben wir aber hier unten auch alles geplündert, soweit. Wir können ja nichts mehr mitnehmen. Ist ja alles voll. Dann hauen wir auch wieder ab, ne? Super. Ja, geil, die erste Höhle gefunden. Dann sind die ja doch gar nicht so versteckt, glaube ich. Also wenn die immer alle so groß sind, die Eingänge, dann sind die ja gar nicht so zu übersehen, ne? Gut, aber auf jeden Fall brauchen wir auch den GPS-Sender hier nicht aufstellen, weil hier müssen wir gar nicht mehr her. Da war jetzt nichts Besonderes drin. Und da geht es auch nicht später noch weiter, sondern da ist einfach nichts mehr.
So, wir haben jetzt da die Höhle, wo wir nachher noch hin müssen. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Base. Jetzt gucken wir mal, dass wir an der Base ankommen. Ach ja, das wird schön, jetzt nach ein paar Tagen wieder heimkehren. Und dann mal anfangen, ein bisschen was zu bauen. Vielleicht habe ich die Grundplattform ein bisschen groß gewählt. Also ich wär vielleicht sogar bereit für, dass man die uns wieder, dass wir ein bisschen kleiner gestalten. Ne, wir müssen ja ziemlich schnell uns irgendwie was Schützendes hinbauen. Denn wir sind sehr, sehr oft besucht worden beim letzten Mal. Mit richtig großen Trupps, ehrlich gesagt. Rehe gibt es auch genug. Da müssen wir uns eh noch drum kümmern. Schön Rehpelle für die ganzen neuen Möbel. So, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das da an dem See müssten wir wohnen, glaube ich. Da. Ein kleines Stück runter noch. Oder noch weiter den Fluss runter sogar. Kann auch sein. Oh, ein verlassenes Lager. Ein Zeltlager? Ach ja, natürlich. Das ist doch das Lager, wo wir unsere Axt gefunden haben hier. Ne? Lassen wir uns doch nicht nehmen, hier nochmal ein bisschen was zu plündern. Dank der neuen Session haben wir ja hier wieder allerhand. So, mach mal auf die Truhen. Leiterplatten, Leiterplatten. Hier gibt es auch Isotape. Ja, sehr schön. So, Energy Drinks sind wir ja auch voll soweit. Isotape. Sehr gut. Noch mehr Isotape. Oh, jetzt haben wir eine ganze Menge Isotape gefunden. Das finde ich sehr gut. Hier ist Schachtelhalm. OC4 können wir gar nicht mehr tragen und Leuchtfackeln auch nicht mehr. Ne, wird Zeit, dass wir uns mal endlich irgendwo ein Lager bauen dann. So, da sind Pillen bei. Brauchen wir auch nicht. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Batterien, ja, schade, ey. Wir könnten noch mal gucken. Ach so, die Taschenlampe können wir mal aufladen. Die ist fast leer. So. Dann nehmen wir nämlich die Batterien auf jeden Fall mit. So, und weiter geht's. So, da unten irgendwo wohnen wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir den Fluss runtergerannt sind, bevor wir angefangen haben zu bauen. Ich hätte ja mal ein Zelt hinbauen können eigentlich, ne? Dass wir da einen Speicherpunkt haben und auch auf der Karte sehen, wo das genau ist. Aber es müsste hier sein, ne? Hier vorne schon gleich. Ist gar nicht so weit. Da ist der Bagger, wo ich mich so drüber gefreut habe. Den man aber leider nicht bedienen kann. Traurigerweise. Wäre geil gewesen. Ein bisschen Bagger fahren. Ich würde den ganzen Tag nur baggern, glaube ich. Ach ja. So, da sind wir auch angekommen in der Heimat. Sehr schön. Also wie gesagt, Kompromisslösung ist, wir müssen das ein bisschen kleiner bauen. Definitiv. Damit wir schneller fertig werden. Denn so groß können wir das später immer noch erweitern. Ich wollte ja hier eigentlich noch ein Gestell draufstellen und dann erst eine Etage höher die Wohnung anfangen, das Haus. Hier unten sollte dann offen bleiben. Wir gucken mal. Auf jeden Fall gucken wir aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich würde sagen, für die Folge war es hier das gewesen. Danke, dass ihr dabei gewesen wart. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne liken und kommentieren. Ihr kennt das und das freut mich immer. Und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es denn hier weitergeht und wir dann anfangen unser Häuschen. Ja, oder erstmal das Grundgestell zu bauen. Und uns hier jetzt erstmal ein bisschen mit Bauen aufhalten. Wir haben eine ganze Menge besorgt. Der nächste Fall wäre dann erst wieder die Seilpistole.
Also bis dahin erstmal, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Schönen Tag euch. Tschüssi.